herzlich willkommen zu Let's Test King's Quest, Kapitel 1, der seinen Ritter stand. Das Spiel gibt es in diesem Monat, also im Dezember 2015, kostenlos mit PlayStation Plus und kostet sonst 9,99 €. Es stammt von Sierra Online und ist das erste Kapitel dieser Spielreihe. Das erste Kapitel gibt es seit dem Juli 2015 für die PS4, PS3, den PC, die Xbox One und auch die Xbox 360. Das zweite Kapitel wird dann am 15. Dezember erscheinen. Man kann sich den Season Pass kaufen, durch den man dann für weitere 29,99 € die kommenden restlichen Kapitel alle bekommt. Es werden im Endeffekt dann 5 Kapitel sein. Die weiteren folgen dann schrittweise bis Ende 2016. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Text-Adventure von 1984 vom gleichen Studio, damals noch mit dem Titel Sierra Entertainment. Und jetzt ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Es erinnert sehr stark an die Telltale Games und man hat hier eine Taste zum Agieren, kann dadurch verschiedene Items aufsammeln oder inspizieren und hat eben auch in bestimmten Bereichen des Spiels eine Art First-Person-Ansicht. Dabei kann man Entscheidungen treffen an bestimmten Stellen des Spiels, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Und so gibt es dann so 3 Charakterzüge, die für unseren Charakter dabei entstehen. Es ist zum einen weise, das ist mutig oder eben barmherzig. Dabei kann man eben, sollte man dabei bedenken, dass man eben immer nur heroisch sein kann. Also man spielt einen Helden, man schlüpft in die Rolle eines Helden und dabei ist es eben dementsprechend nicht möglich, einen bösen Graham zu spielen, was der Name des Hauptcharakters ist, sondern man ist quasi automatisch immer ein Held, aber je nach Entscheidung ist man eben anders und es beeinflusst eben auch den Spielverlauf. Wie genau, wird sich im Laufe des Spiels zeigen. Außerdem ist zu erwähnen, dass auch falsche Entscheidungen bzw. auch unkluge Handlungen zum Tod führen können, die dann eben mit einem entsprechenden Kommentar unseres Hauptcharakters erzählt werden. Das wäre passiert, wenn ich mich so entschieden hätte. Und das wäre passiert, wenn ich den linken Schalter betätigt hätte. Aber da ich diese Geschichte erzählen kann, weißt du bereits, welchen ich nahm. Zur Story. Ja, unser König Graham, also unser Hauptcharakter, erzählt als älterer Herr, also im späteren Alter, seiner Enkelin Gwendolyn von seinen Abenteuern. Folglich kann er im Spiel auch nicht sterben oder scheitern. Deswegen auch immer die Aussage, das wäre passiert, wenn ich mich so entschieden hätte. Folglich ist es quasi eher eine Art Gimmick des Spiels, weil man kann zwar sterben, aber man hätte eigentlich nicht sterben können, weil man später ja noch lebt. Folglich ist man nicht gestorben und startet einfach an einem Save Point. Was, finde ich, eine ziemlich lustige Lösung ist, um eben auch Speicherpunkte im Spiel zu haben. Im ersten Kapitel erleben wir, wie Graham eben so nach und nach zum Ritter wird und gleich am Anfang sich einem gefährlichen Drachen stellt. Und im zweiten Kapitel geht es dann zum Beispiel um einen Angriff durch Goblins auf das Reich. So viel ist schon bekannt. Was in den späteren Kapiteln folgt, ist noch nicht bekannt gegeben. Die kommen dann eben, wie gesagt, im Laufe der nächsten Monate. Die Bewertungen des Spiels, also des ersten Kapitels, liegen so bei 80-85%, sind recht hoch. Ich persönlich finde es richtig cool, also der Soundtrack ist echt gut und macht Spaß, der untermalt sehr gut den Humor und auch das Spiel an sich, also der ist wirklich richtig gut gesetzt. Die Grafik ist sehr schön, also es ist alles handgemalt, bis auf die Charaktere eben selbst. Und eben diese haben aber trotzdem, also so direkt in Filmsequenzen sieht es da nicht ganz so schön aus, wenn man ihn zum Beispiel sieht, wie der ältere Graham sich mit seiner Tochter unterhält, da sieht man dann noch eben, dass es dann so ein bisschen emotionslos wirkt in den Gesichtern, aber so im Spiel an sich stört es eigentlich nicht so sehr, dass die Charaktere so ein bisschen anders aussehen als die Umgebungswelt. So ist zum Beispiel der Mantel von Graham richtig hübsch animiert. Also wie er sich einfach physikalisch korrekt durch Bewegung und auch durch den Wind bewegt, sieht echt gut aus. Ich finde auch die Integration von der First-Person-Ansicht echt gut. Also am Anfang dachte ich beim ersten Mal so, irgendwie ist das komisch. Aber bereits in dem ersten Moment, wo man das erste Mal zum Bogen greift und mit dem Bogen dann schießt, hat das richtig Spaß und dadurch ist es auch sinnvoll ins Spiel integriert. Und ich finde das ganze Spiel vom Humor halt wirklich richtig lustig. Es hat so einen leicht kindlichen, geschichtlichen Humor, der aber trotzdem sehr gut ins Spiel eingeflochten ist und umgesetzt ist. Und ich kann es nur empfehlen, das zu spielen, auch wenn hier offensichtlich ist, warum man das erste Kapitel geschenkt bekommt, einfach nur, um sich die Spielerin dann für 30 € zu kaufen. Aber man kriegt ihr den ersten geschenkt, also schaut ihn euch auf jeden Fall an, das macht richtig Spaß. Und ich denke mal, dass ihr dann wahrscheinlich auch genauso begeistert sein werdet wie ich und dann vermutlich auch zum Season Pass greifen werdet, um euch die späteren Teile zu holen. Eine Sache möchte ich noch anmerken, es wird auch noch einen Epilog zum Spiel geben, der zum Schluss kommt. Den gibt es allerdings nicht, wenn ihr das Spiel so kriegt und den Season Pass kauft, sondern gibt es nur, wenn ihr die Complete Collection des Spiels im Einzelhandel kauft. Weil dann habt ihr nicht nur eine hübsche Box zum Hinstellen, sondern wie gesagt auch zusätzlich noch diesen Epilog, der dann eben nach den ersten 5 Kapiteln nochmal erscheinen wird. Wahrscheinlich auch dann so gegen Ende 2016.
Eben diesen kann man preislich jetzt schon erwerben, kostet allerdings eben knapp 40 Euro, also 39,99, sowohl als digitaler Downloadcode via dem PlayStation Store bzw. auch für den PC, für Steam oder auch im Einzelhandel wird es auch um die 40 Euro kosten. Das heißt, ihr müsstet 10 Euro mehr bezahlen, hättet dann das erste Kapitel wieder mit drin, was ihr eigentlich schon kostenlos habt, aber ihr könntet halt den Epilog auch spielen. Ist einerseits ein bisschen gemein, andererseits finde ich das wiederum okay. Muss man sich dann halt überlegen, also gerade wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich kriege das erste Kapitel geschenkt und muss dann jetzt das erste Kapitel kaufen, um den Epilog auch zu bekommen, dann ist es irgendwie gemein. Aber andererseits könnt ihr das erste Kapitel euch mal anschauen, kostenlos, um euch dann zu entscheiden, ob ihr nur den Season Pass haben wollt oder für 10 Euro mehr dann auch noch den Epilog. Kann man sehen, wie man möchte. Nichtsdestotrotz ist es ein wirklich richtig cooles Spiel. Die Animationen sind hübsch, der Soundtrack ist hübsch, der Humor ist toll. Ich bin absolut begeistert. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich kaufen und zocken. Vielleicht auch Let's Playen, mal gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein.